Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein und ich hoffe, dass ihr euch genauso freut. In der heutigen Folge, ihr wisst es ja, geht es um die Schreibtischlampe. Das ist mein zweiter Versuch. Der erste Versuch ging leider in die Hose. Die mir auf Instagram und auf Facebook folgen, die wissen, wovon ich rede. Ja, was ich für Material einsetzen werde, Holz, Nussbaum, das ist der Rest von der Bohle, die ich noch hier rumliegen hatte. Ja, und als Leuchtmittel kommt die alte, klassische Glühbirne. Hier ist noch so ein dicker Schalter mit dran. Der wird natürlich ersetzt durch so einen kleinen. Ja, der wird da eingesetzt. Und ja, ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Drückt mir die Daumen, legen wir einfach los. So, jetzt habe ich hier die Stücke schön gerade zugeschnitten, alles was weg musste, abgesägt, so habe ich jetzt ein sauberes Stück Holz. Das werde ich aber auftrennen müssen, das ist mir ein bisschen zu dick und das wird nämlich das Gehäuse. Das Gehäuse, alles andere lasse ich erstmal so, da werden nämlich die Füße, die Beine daraus gebaut und das kann ruhig so dick bleiben. Ja, dann würde ich sagen, trennen wir das auf. Ich habe jetzt mal geguckt, wie breit dieses Brettchen ist. Eins davon, das hat 440 mm und ich werde das jetzt in 105 mm Stücken aufteilen, sodass ich dann ja, 4 Stück rausbekomme. Ich werde das aber jetzt so machen, dass wir die Maserrichtung beibehalten. Das heißt, wenn ich jetzt gleich die Stücke miteinander verbinde, die Gehrungen, dass die Maserung Einfluss hat. Hier an der Seite setze ich mir einen Anschlag, damit ich immer wieder hohlgenaue Stücke zuschneiden kann. Nehmen wir das hier. Das ist gerade perfekt. Dann gehen wir an das Sägeblatt, am Sägezahn und schieben uns das Stück hier rüber. 105. So, einmal Klick. Dranhalten.
alles passt. Das werden wir natürlich sehen, wenn wir das gleich alles zusammengebaut haben. Aber schaut mal her, das ist echt ein schönes Bild. Klebeband, unser Leim. Ich nehme hier gerade was mit einer geraden Kante. Schauen, dass das nicht übereinander rutscht, also nicht überlappt. Nochmal hier noch längs noch ein paar Stücke. So, dann können wir das Teil umdrehen, dann ist es auf jeden Fall sauber. Und jetzt tragen wir schön dünn unseren Leim in die Fuge. Ich verteile das jetzt mal hier mit einem Stückchen Holz. Jetzt machen wir dasselbe nochmal hier. Hier brauchen wir ja auch noch Leim. Klappen das jetzt schön zusammen. Und gucken, dass es wirklich überall bündig ist. Perfekt, das passt. So, in der Zwischenzeit habe ich schon mal die Klebebänder abgemacht und die Gehrung. Ja, die Gehrung sieht super aus, das passt. So, und die verbinden wir jetzt miteinander.
das muss ich ja drehen. Und da werde ich hier das hier ein bisschen abrunden an den Kanten, damit sich das da in dem hier drin drehen kann. Jo, dann werden wir mal gucken, wie wir hier mit dem Stück hier das jetzt passt oder nicht. So, nebenbei noch ein kleiner Tipp. Ich hatte ja vorhin zwei Stücke zusammen verleimt. Jetzt hatte ich aber einen Versatz gehabt und das Ding hat da nicht reingepasst. So, was macht man in dem Fall? Man sägt einfach das untere Stück auf Gehrung, also was heißt auf Gehrung, also keine 45 Grad, aber ein bisschen so schräg, dass oben die Platte, das Plättchen, nicht angesägt wird, weil das muss ja passgenau sein. Aber das untere kann ja leicht schräg sein, damit es eben passt. Und das tut es jetzt auch. Das sieht von innen irgendwie geil aus. Mit dem schrägen Schnitten. Also sieht echt cool aus. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, und so soll die Lampe nachher, ja, so ungefähr aussehen. So soll die ungefähr aussehen. Ja, die Teile sind ja beweglich. Das will ich hier schräg montieren. Wie, weiß ich noch nicht genau, ob ich das jetzt auf 45 Grad, glaube ich nicht. Ja, wir können ja mal gucken. Wir können ja ein Stückchen abschneiden und dann schauen, wie das nachher aussieht. Die Grundplatte, die ist auch geschliffen, die Schräge, die ist dran, das sind 75 Grad und ja, so werde ich das jetzt montieren, das wird fest verleimt und von unten mit einer Schraube befestigt. Tragen wir mal den Leim auf. Das ist im Winkel.
Farbe drin. Epoxidharz. Zeug stinkt so ekelhaft. Natürlich habe ich den genau an die falsche Stelle gemacht. Bah, Mann! Geschafft. Die Schreibtischlampe, die steht, die brennt, die leuchtet, wie auch immer. Schön mit Wachs behandelt, denke ich mal, kommt das Ganze schön rüber. Ja, ansonsten würde ich sagen, sieht einigermaßen gut aus. Mir gefällt es. Ich hoffe, es hat auch euch gefallen. Ich würde mich gerne verabschieden und würde hoffen, dass wir uns nächste Woche wieder in einem weiteren Video sehen. In diesem Sinne, liebe Freunde, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht es gut. Bis dann. Ciao.